Die BASF in Ludwigshafen am Rhein. Seit 125 Jahren lebt das Werk an diesem Fluss. 15.000 Tonnen Chemikalien werden hier produziert, täglich, in 350 Betrieben. Das alles geht nicht ohne das Wasser aus dem Fluss. Man braucht es als Kühlwasser und als Prozesswasser. Das Prozesswasser wird dabei mit chemischen Stoffen verschmutzt. Keiner dieser Stoffe darf in unerlaubter Konzentration in den Rhein gelangen. Dafür sorgt ein aufwendiges Sicherheitskonzept. Was an belastetem Abwasser die Produktion verlässt, wird in der zentralen Kläranlage gereinigt, biologisch. Das heißt, lebende Organismen, Bakterien, fressen die Produktionsrückstände auf. Kommt es im Abwassersystem zu einer Störung, können einzelne Becken umgerüstet werden, um die Abwässer separat zu speichern. Gebäude Z75, die Umweltzentrale der BASF. Hier laufen 2400 Messwerte von 43 Stationen zusammen. Das garantiert eine lückenlose Überwachung von Luft, Wasser und Lärm. Tag und Nacht, rund um die Uhr, sonntags wie werktags. Eine der wichtigsten Messstellen ist das Toximeter. Es ist eine Art Mini-Kläranlage. Sie gibt sofort Alarm, wenn sich im Abwasser ein Stoff befindet, der in einer bestimmten Menge das Bakterienleben in der Kläranlage gefährdet. Irgendwo in einem der 350 Betriebe muss es dann eine technische Störung gegeben haben. Das kommt selten genug vor. Doch wenn es vorkommt, muss das Sicherheitssystem funktionieren. Wie hat es eigentlich angefangen damals, am Tag, als die Störung kam? Es ist Dienstag, 7.15 Uhr. Für die 50.000 Menschen, die hier bei der BASF arbeiten, ein ganz normaler Arbeitstag. Niemand ahnt, was an diesem Tag geschehen wird. Auch Dr. Scholz nicht. Er ist Betriebsleiter in einem der 350 Produktionsbetriebe der BASF. In seinem Betrieb, in O810, wird es heute zu einer Störung kommen. Kurz nach Mittag, genau um 13.04 Uhr, wird eine Dichtung ausfallen. Die Ursache: Materialermüdung. Normalerweise wird ein solcher technischer Defekt durch eines der Messgeräte sofort in der Betriebswarte angezeigt. Doch diesmal wird es anders sein. Denn ausgerechnet heute wird ein Messgerät gewartet und geeicht. Und ausgerechnet heute wird das zweite Gerät ausfallen. Eine Verquickung unglücklicher Umstände, wie es später heißen wird. Durch die defekte Dichtung wird ein Stoff ins Abwasser austreten, der in dieser Menge für die Bakterien der Kläranlage giftig ist und damit die biologische Reinigung der Abwässer gefährdet. Würde der Stoff in den Rhein gelangen, gäbe das Probleme für die Trinkwasserversorgung. Das Wasserwerk liegt zwar 100 Kilometer rheinabwärts. Dennoch müsste Dr. Hertel, der technische Direktor der Anlage, Vorsorgemaßnahmen treffen. Vorgestern. Die Werte sind alle in Ordnung. Sind alle okay. Zurück nach O810, dem Betrieb von Dr. Scholz. Wie jeden Tag wird die Abwasserprobe für die tägliche Routineanalyse entnommen. Es ist kurz vor 1 Uhr, genau 8 Minuten vor der Störung. Alltag auch in der Emissionsüberwachung Wasser. Was
mach hier die Verstopfung. Joachim Haag kontrolliert routinemäßig die Messgeräte, die das Abwasser aller Betriebe auf umweltbelastende Substanzen überprüfen. Hier diese Erhöhung. Toximeter, diese empfindlichen Mini-Kläranlagen, registrieren unbestechlich jeden giftigen Stoff, der die Bakterien schädigen könnte. Frau Herzberger gehört zum Betrieb von Dr. Scholz. Sie leitet dort die betriebsinterne Analytik. Die kurz vor 1 entnommene Abwasserprobe wird gerade analysiert. Uhr und 4 Minuten, Stunde 0. Die Dichtung im Betrieb O810 fällt aus. Der kritische Stoff fließt unbemerkt in den Abwasserkanal. In der Umweltzentrale Z75 geht alles seinen gewohnten Gang. Von der Störung weiß man hier noch nichts. Dieter Menk, der Schichtführer, ist ein erfahrener Mann. Er wird sie heute brauchen, seine Erfahrung. Auch in O810 ahnt man nichts von der giftigen Fracht, die von hier aus der Kläranlage entgegentreibt. Bliebe sie auf ihrem Weg dorthin unbemerkt, würde das den Ausfall der Anlage für 2 bis 3 Tage bedeuten. Ja, mit dem neuen Mischer ist die Verteilung ja deutlich besser geworden. Im Wasserwerk hätte dann Dr. Hertel keine andere Wahl, als zusätzliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Zumindest so lange, bis die Kläranlage ihren Normalbetrieb wieder aufnimmt. 14 Minuten nach Eintritt der Störung in O810. Bei einer der automatischen Probeentnahmen im Kanalsystem tauchen erste Spuren der kritischen Substanz auf. Das behandlungsbedürftige Abwasser fließt, getrennt vom Kühlwasser, über 9 Kanäle in einem Quersammler zur Kläranlage. An jedem der Kanäle werden rund um die Uhr automatisch Proben gezogen und bei Bedarf analysiert. Am Zufluss des letzten Kanals sind die Toximeter installiert. Sie überwachen das Abwasser kontinuierlich auf giftige Substanzen. Eine Schutzmaßnahme für die Kläranlage und für den Rhein. Ah. 23 Minuten später. Das Toximeter hat eine solche bakteriengefährdende Substanz registriert. Der Sauerstoffverbrauch der Bakterien sinkt. Oh, Herr Warnung, das sieht ja ganz böse aus. Aber akute Gefahr für die Kläranlage. Anlage läuft einwandfrei. Einwandfrei. Auch Toxikontrolle, Toxi 2, alles in Ordnung. Gleiche. Ja gut, dann müssen wir sofort alarmieren auf Z70 machen. Mhm. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Umweltzentrale Menk. Haag hier. Ja, Herr Menk, wir haben eine akute toxische Störung in unserem Zulauf. Wir müssen die Sicherheitsschaltung vorbereiten. Und vor allen Dingen, Herr Menk, brauche ich dringend die Proben aus den Sammlern. Ich schicke die Wagen gleich los. Wiederhören. Vier an alle Einsatzfahrzeuge. Toximeterstörung. Sie fahren an die Positionen. Ich brauche die Proben der letzten 2 Stunden. Kommen, ob verstanden? 402 hat verstanden. 403 hat verstanden. 405 hat verstanden. Lehrer, wir haben eine toxische Störung. Dieter Menk gibt Anweisung an die Kläranlage, die Sicherheitsschaltung vorzubereiten. Schicken das Telefax zu. Danke, wiederhören. Wiederhören. Jetzt gilt es mit Umsicht und Besonnenheit, das Richtige zu tun. Jeder Mitarbeiter kennt seine Aufgaben und weiß, dass Hektik die falsche Reaktion wäre. Alles läuft nach einem festgelegten Programm. Die Sicherheitsschaltung dient dazu, die ankommende Giftfracht in ein eigens dafür präpariertes Becken umzuleiten. Menk, grüß dich Jürgen. Wir haben eine toxische Störung. Schick bitte an alle Betriebe ZWS, Text 1. ZWS, das ist das zentrale Warnsystem der BASF. Ihm sind alle 350 Betriebe angeschlossen. Jeder einzelne Betrieb wird über die Störung informiert. Einbruch von der Atmung. Und ZWS, ja. Haben wir draußen? ZWS ist draußen, ja.
Währenddessen sammeln die Wagen der Umweltüberwachung die angeforderten Proben ein. Doktor, willst du mal bitte kommen? Ja. Störungsmeldung kommen. Die ZWS-Meldung kommt über Ticker auch in O810 an. Muss ich mal im Labor anrufen? Scholz, Frau Herzberger, wann kommen die Ergebnisse der letzten Analyse? Geben Sie bitte gleich Bescheid, wenn Sie die Werte haben, und lassen Sie sofort eine neue Probe ziehen. Die muss schnellstens analysiert werden. Wir haben eine Störungsmeldung über Ticker. Ja, ich bin der Messwarte. Dankeschön. 31 Minuten später. In der Kläranlage ist alles für die Sicherheitsschaltung vorbereitet. Können wir dann Sicherheitsbefehl laufen lassen? Sicherheitsbefehl können wir anfangen. Würde ich sagen, gehen wir ran, nicht? Auch das gehört zum Programm. Dieter Menk informiert die zuständige Behörde. Inzwischen treffen die ersten Proben in der zentralen Annahmestelle ein. In drei Labors beginnt mit unterschiedlichen Analysemethoden die Suche nach der unbekannten Substanz. Bis die Proben aus allen 9 Kanälen einzeln analysiert sind, wird fast eine Stunde vergehen, trotz modernster Verfahren. Biologische und chemische Reaktionen brauchen ihre Zeit, quälend lange für die Verantwortlichen, denen eine rasche Entscheidung auf den Nägeln brennt. Neben den biologischen Analysen werden 4 Gaschromatographen auf die Spurensuche gesetzt. Die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen. Unter zigtausend Stoffen gilt es, eine Substanz herauszufinden, von der man nicht mehr weiß, als dass sie in einer bestimmten Konzentration das Bakterienleben in der Kläranlage gefährdet. 56 Minuten später. In O810 weiß man noch immer nichts von dem Leck. Im Betriebslabor nebenan kommen gerade die Werte der Routineanalyse aus dem Drucker, auf die Dr. Scholz so gespannt wartet. Herzberger, Herr Dr. Scholz, die Analyse ist in Ordnung. Okay, tschüss. Die Analysen der zweiten Probe beginnen. Stunde 0 in der Kläranlage. Ja, verstanden. Okay, wird erledigt. Nein. Die Sicherheitsschaltung wird ausgeführt. Ab sofort läuft das belastete Abwasser in das Sicherheitsbecken und wird dort separat entsorgt. Einer steht am 13er Weg, wegen Sicherheitsbefehl. Dr. Scholz bleibt trotz der normalen Werte der Routineanalyse beunruhigt. Bis das Ergebnis der zweiten Probe vorliegt, macht er mit dem Schichtmeister einen weiteren Kontrollgang durch die Anlage.
Die Analytiker lassen ihre Gaschromatographen auf Hochtouren arbeiten. Nach 70 Minuten endlich eine heiße Spur. Die dritte Probe beim Atmungstest zeigt Reaktion. Sie stammt aus dem Abwasserkanal 8. Haag. Ja, Herr Meng, ich bin's nochmal. Ja, wir haben von den bisher untersuchten Kanälen haben wir jetzt schon einen positiven. Ja, der Kanal 8, da ist mit minus 70% Hemmung. Ja, danke. Herr Kleist, Emittent liegt am Kanal 8. Am Kanal 8? Okay, da gucke ich mal ins Wiss rein. Wie viel Einleiter am. Der Kreis wird kleiner. Nur noch die 32 Anlieger des Abwasserkanals 8 kommen als Verursacher in Frage. Über ein Dateninformationssystem sucht Hartmut Kleis diejenigen Betriebe heraus, die mit toxischen Substanzen arbeiten. Das sind noch ganze 5. Das ist Nordpol 703, dann Otto 703, Otto 810. Otto 810. Das ist der Betrieb von Dr. Scholz. 2 Minuten später holt hier ein Wagen der Umweltüberwachung eine weitere Probe ab. Ebenso in den anderen 4 Betrieben, die jetzt noch als Verursacher in Frage kommen. Währenddessen gehen die Einzelstoffanalysen weiter. Noch immer konnte der Stoff im Abwasser nicht identifiziert werden, trotz modernster Analysetechnik. Auch im biologischen Labor arbeitet man auf Hochtouren. Die neue Probe von O810 im Kurzzeitatmungstest. Ja, Herr Haag, hier ist nochmal Vetter. Wir haben den Verursacher jetzt gefunden. Es ist O810. Die Probe war positiv. Das war's Labor. O810 ist der Verursacher. Das ist der Scholz. Dann müssen wir ihn anrufen, dass er seine Anlage abstellt. Müller, Emissionsüberwachung, Terra Scholz. Herr Scholz, Sie wissen ja, dass wir eine Sicherheitsschaltung haben. Wir haben jetzt eine Probe von Ihrem Betrieb, die ist eindeutig positiv. Aber unsere Routineprobe war doch einwandfrei und eine neue Probe wird gerade untersucht. Sind Sie sich da ganz sicher? Ja, doch, doch, das ist ganz sicher. Die Probe ist aus Ihrem Betrieb. Ja, okay, also Sie stellen dann ab. Dankeschön. Wiederhören. Wiederhören. Herr Hoffmann, die Störung vom Dicker kommt von uns. Wir müssen abstellen. Sofort? Wir haben gerade eine neue Charge angesetzt. Können wir die nicht noch zu Ende fahren? Nein, wir haben doch offensichtlich ein Leck in der Anlage. Wir müssen sofort abstellen. Vier Minuten später. Die Produktion des Betriebs O810 wird abgestellt. Nachdem nun der Verursacherbetrieb feststeht, kommen nur noch wenige Stoffe in Frage. Die Suche geht weiter. Auch die Menge muss noch herausgefunden werden. Dieter Menk kann inzwischen die übrigen Betriebe entwarnen. In der Emissionsüberwachung zeichnet sich am Kontrollgerät das Ende des toxischen Stoßes ab. Aber noch immer ist belastetes Abwasser im Kanalsystem und fließt in Richtung Kläranlage. Das sind gut zwei Stunden, 2 Stunden und 10 Minuten. Ja. Und wir haben eine Kufferkapazität von 1,57. Das heißt, wir haben 13 Minuten mehr, als die Sicherheitsschaltung dauert. Das heißt, das Sicherheitsbecken wird die Fracht nicht vollständig aufnehmen können. Was geschieht mit dem Rest? Kubikmeter pro Sekunde Zulauf. Die Berechnungen von Dr. Müller ergeben, dass ein Teil des Abwassers auf die übrigen Klärbecken verteilt werden muss. 200.000 in den 4 Becken. Da haben wir eine Verdünnung von 1 zu 40. Nach dem Test des Kurzzeitatmungstests kann eigentlich nichts mehr passieren. Dr. Müller informiert den Leiter der Kläranlage über seine Berechnungen. Wir haben aufgrund der Verdünnungsverhältnisse in der Kläranlage ausgerechnet, dass es eigentlich keine Schwierigkeiten geben kann. Diese Testergebnisse, sind die bestätigt? Wir haben einen Kurzzeitatmungstest gemacht und die Verdünnung von 1 zu 40 in der Kläranlage reicht allemal hin, dass keine Probleme zu befürchten sind. Ja, ich meine, Herr Dr. Müller, dann verlasse ich mich ganz auf Ihre Information. Ja, okay, Sie heben die Sicherheitsschaltung dann auf. Dankeschön. Um genau 16 Uhr ist die Aufnahmefähigkeit des Sicherheitsbeckens erreicht.
13 Minuten lang wird nun toxische Substanz in die anderen Becken fließen. Die biologische Abwasserreinigung ist jedoch stark genug, um die zusätzliche Belastung zu verkraften. Der Inhalt des Sicherheitsbeckens wird zurückgehalten und gesondert entsorgt. Die Leistung der Kläranlage bleibt erhalten. Im O810 beginnt man, die Verlustmenge zu errechnen. Man wird feststellen, dass 500 Kilogramm eines organischen Zwischenprodukts ausgetreten sind. Der Stand hat aber nur eine Tonne zugenommen. In der Umweltzentrale teilt Hartmut Kleiss der zuständigen Behörde das Ende der Sicherheitsschaltung mit. Der Anlagenteil mit dieser defekten Dichtung ist schon außer Betrieb. Was jetzt bisher noch nicht feststeht, ist die Substanz. Es kommen jetzt nur noch 5 Substanzen in Frage. Ja, die Analysen laufen. Ja. Auch Dr. Hertel bleiben Entscheidungen für zusätzliche Maßnahmen erspart. Keine Gefahr mehr für das Trinkwasser. Keine Gefahr mehr für den Rhein. Alles in Ordnung also? Es bleiben Fragen offen. 2 Stunden hatten die Umweltspezialisten der BASF Zeit, um die bakterienschädigende Substanz zu identifizieren und den Verursacherbetrieb zu finden. Das hat ausgereicht. Was aber wäre gewesen, wenn gleichzeitig 2 Störungen aufgetreten wären? Und warum war die Speicherkapazität des Sicherheitsbeckens so knapp? Darüber wurde am nächsten Tag heftig diskutiert. Dass die Anlieger des Kanals 8 die Verursacher sein müssen, aber dann 2 Fragen standen im Mittelpunkt. Wie kann man mehr Zeit gewinnen? Und wie lässt sich der Verursacher noch schneller finden? Und das muss ich ganz klar sagen, da können wir einfach nicht schneller werden. Ich möchte aber betonen, dass sich bei dem gestrigen Vorfall um eine Verquickung unglücklicher Umstände gehandelt hat. Normalerweise ist es doch so, dass der Betrieb das Leck findet und auch meldet. Wäre das Leck eine halbe Stunde vorher aufgetreten, hätten wir es mit unserer Routineanalyse gefunden. Herr Scholz, das ist sicher richtig, nur wenn wir jetzt hier an die Störungsprophylaxe gehen, dann müssen wir wirklich diese verkrankten Umstände beachten. Das ist ein Ereignis allein, was zu einer Abwasserstörung führt, nicht? Sicher. Aber ich muss nochmal auf den Faktor Zeit zurückkommen. Ist ja so, dass wir in der Kläranlage jetzt vorhaben, das Becken 14 umzurüsten. Das heißt, dass wir einmal ein größeres Wasservolumen auffangen können, aber zum anderen dann auch einfach mehr Zeit haben. Mehr Zeit haben. Inzwischen steht ein zweites Sicherheitsbecken zur Verfügung. Damit wurde die Speicherkapazität auf insgesamt 4 Stunden erhöht. Darüber hinaus planen wir ja auch das neue Speicherbecken mit einem Volumen von 65.000 Kubikmeter. Und wir haben dann insgesamt 6 Stunden Zeit, um das gesamte Abwasser aufzufangen und damit auch eine gute Chance, auch Einzelstoffe zu finden. Das hilft aber alles nichts. Wir müssen trotzdem näher an die Betriebe ran. Und ein erster Schritt auf diesem Wege sind unsere 3 neuen Messstellen am Hauptsammler. Herr Haag, wie sieht's da aus? Näher an die Betriebe ran, mehr Messstellen. Auch das ist inzwischen Wirklichkeit. Das Abwassersystem wurde in 3 voneinander unabhängige Sektoren aufgeteilt. Der Verursacher kann dadurch schneller gefunden werden. Ja, nur selbst wenn wir dann diese Überwachungsgeräte haben, dann brauchen wir einfach für die Analysen noch eine gewisse Zeit. Und wir kommen nicht drum rum, hier für Risikobetriebe, also direkt am Betrieb, eine kontinuierliche Abwasserüberwachung zu machen. Nur dann haben wir wirkliche Sicherheit an diesen Betrieben. Kontinuierliche Überwachung. Direkt an den Betrieben, deren Produktion für die Abwasserreinigung ein gewisses Risiko darstellt. Auch dafür gibt es inzwischen Beispiele. An diesem Betrieb wird das verschmutzte Prozesswasser direkt vor Ort gesammelt und separat kontrolliert. Nur wenn keine überhöhten Werte festgestellt werden, geht das Wasser in das Kanalsystem. Betriebe natürlich beschränken. Das heißt, wir suchen die Betriebe mit problematischen Stoffen aus, mit Stoffen, die irgendwo für die Diskussion geht weiter. Riskant sein können. Viele der Verbesserungen, die zum Zeitpunkt der Störung in der Planung waren, sind inzwischen verwirklicht. Die Störung damals, das war kein Tag wie jeder andere. Der Alltag, das ist der ganz normale Betrieb. Menschen produzieren Stoffe, die wir alle zum Leben brauchen.
15.000 Tonnen täglich. Was dabei an Rückständen anfällt, das hat man sicher im Griff. Alltag in einem Chemieunternehmen, Alltag bei der BASF. Aber wer spricht schon vom Alltag?